Nein, das brauche ich nicht. Da, Kirschblume. Toll, das haben wir jetzt aber nicht geschafft, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich wollte eigentlich die Kirschblume dorthin werfen. Ja, ihr wisst es schon bestimmt, wie ich das machen wollte. Und dann habe ich das LB bei dem hingeklebt. Tarek mit einem Luftattentat eliminieren. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Hatlissin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ein gewissenloser Mörder wandelt unter uns. Ahmed hat des Sultans ruhige Art geehrt. Sie sind sich sehr ähnlich, fürchte ich. Wir haben dem Schutz des Reiches gewidmet. Revanchiert euch und findet den Schurken, bevor er wieder zuschlägt. Gebt Meldung. Schande über dich, Abschau! Escholzek! Verzieh dich, nerviges Ungeheuer! Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tarik ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn. Wir haben... Ja, der Schlerim. Einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Kennst du Selims jungen Sohn? Cesar de Suleiman? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Ein kluger junger Mann mit einem scharfen Verstand. Vielleicht. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Wartet! Gesperrt. Schade. Ihr da, anhalten! Was treibt ihr da? Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Oh, Kacke. Es
Leute hier drin? Scheiße, ich hatte nicht mal eine Klinge. So, diesmal rüste ich gleich mal die Klinge aus, damit es auch nicht schief gehen kann. Oh, sieht das kacke mit Ezio so aus. Was Neues aus dem Norden? Selims Heer zog sich nach Harla zurück, wohl unter schweren Verlusten. Ich weiß es nicht. Mein Herz gehört unserem Sultan, aber mein Verstand setzt auf Selim. So, diesmal machen wir es richtig. Gehen wir nach oben. Halt! Sofort stehen bleiben! Den kenn ich doch. Naja, daneben nicht. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evid. Endlich. Nichts mehr über den Weg. Egal, wo man hinschaut, stehen diese Flegel herum. Importieren wir die von irgendwoher? Wie mache ich das jetzt? Da ist er und da. Dieser Safavide, den wir ausraubten. Noch eine Minute und er hätte sich nass gemacht. Ehrlich, die Ader auf seiner Stirn, wie die gepocht hat. Das war lustig. Ja, die war lustig. Wie geht es übrigens deiner Mutter? Ist das Ding auf ihrem Gesicht? Hoffentlich bin ich mit 50 noch so wendig. Kommt mir bekannt vor. Aber woher? Was ist eigentlich mit der italienischen Hure geschehen? Komm, tu nicht so uns. Moment, den habe ich schon mal gesehen.
Nein, ihr wurden entdeckt, nein. Dann eben ein bisschen anders. Ich habe hier noch Kirsch, so Bomben, damit würden wir die ablenken. Dieser Safavide, den wir... Halt! Der Kerl dort kommt mir bekannt vor. Nein. Auch verflucht, ich hab ihn auf mache ich jetzt hier mal wieder einen kurzen Cut. Also, bis gleich. Hallöchen, und da sind wir auch wieder bei Assassin's Creed Revelations. Im letzten Part haben wir versucht, noch den einen umzubringen, aber haben immer gescheitert, weil wir, glaube ich, den falschen Weg gegangen sind, oder weil ich einfach zu dumm war, um dorthin zu kommen. Diesmal probiere ich mal einen anderen Weg aus und gucken, ob es dann dort funktioniert. Geh halt da rein, mein. Jetzt müssen wir noch kurz warten, bis der eine weggeht. Und jetzt. Ach du Scheiße. Nein, jetzt wurden wir entdeckt. Aha, stopp! Aber wir haben schon mal den richtigen Weg. Hier ist es vielleicht, aber ich bin unten gefallen, deswegen ist es jetzt auch so passiert. Dann benutzen wir jetzt nochmal den Weg. Wir haben es jetzt nicht mit dem Luftattentat gemacht, aber geht auch. Ach, welch bittere Ironie. Ist das das Ergebnis von Süleymans Untersuchung? Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern. In Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben.